Wer Müll illegal entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Dessen sollten sich alle Müllsünder bewusst sein. Mehr als 88 Quadratkilometer großen Stadtgebiet von Lauchhammer kam und kommt es leider immer wieder zu illegalen Müllentsorgungen. Besonders beliebt sind sogenannte herrenlose Grundstücke, wie hier am Ortsausgang Lauchhammer West in Richtung Grünewalde. Über Jahre hinweg ist hier eine Mülldeponie entstanden. Zuständig ist in solch einem Fall die untere Abfallbehörde des Landkreises. Gemeinsam mit der Abfallbehörde und dem Abfallentsorgungsverband will die Stadt Lauchhammer der Müllproblematik den Kampf ansagen. Im Februar und März 2022 wurde die illegale Mülldeponie durch die Firma Rubin und den städtischen Bauhof beräumt. Arbeitsaufwand und Kosten der Entsorgung waren enorm. Rund 25.000 Euro hat die Beseitigung der illegalen Mülldeponie hier in Lauchhammer West Richtung Grünewalde gekostet. Sie war ja jetzt seit mehreren Jahren ein Ärgernis, nicht nur für Mensch, sondern auch für die Umwelt. Ich fordere damit auch alle auf, sich den legalen Methoden der Abfallentsorgung zu bedienen. Ich appelliere dahingehend, dass alle Sperrmüllsachen dem AEV übergeben werden können, aber auch ganz normal Sperrmüll angemeldet wird, dieser dann kostenlos entsorgt werden kann. Und für alle anderen Sachen wirklich den AEV dann auch mit zur Hilfe ziehen. Und wir werden als Stadt Lauchhammer vehement gegen die illegale Müllentsorgung und auch gegen die Verursacher der Mülldeponien, dieser illegalen Mülldeponien vorgehen. Und zwar mit aller Härte. Und ich wünsche mir einfach, dass hier das auch in naher Zukunft so bleibt und auch die komplette Stadt Lauchhammer wieder von illegalen Mülldeponien befreit werden kann und vor allen Dingen erst gar nicht neue entstehen. 90% des Abfalls dieser Deponie hätte über den Sperrmüll kostenlos entsorgt werden können. Die Zufahrt zur ehemaligen illegalen Mülldeponie wurde mit Betonfertigteilen gesperrt.